Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, grüß Gott, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt Stefan Petzner. Hallo Stefan. Hallo, vielen Dank an diesem spannenden Tag. An diesem extrem spannenden Tag. Du hast ja in den letzten Tagen der spannendste des Jahres zur Spannung beigetragen. Wir reden dann gleich auch über den Audiomitschnitt, aber starten wir mit diesem, wie du schon gesagt hast, spannenden Tag und diesem Auftritt von Thomas Schmidt heute. 20 Beugestrafen hat er kassiert, 20 Mal hat er eine Aussage verweigert. Hast du so etwas, und du bist ja doch ein politischer Beobachter seit geraumer Zeit, du hast viele Urschüsse verfolgt, du hast viele Politiker auch begleitet, beraten, hast du so etwas schon einmal erlebt? Man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Also eingangs, ich war damals im Korruptionsuntersuchungsausschuss, da gab es ja schon einmal einen Fraktionsführer des BZÖ. Da das BZÖ nur einen Sitz hatte, war ich zugleich meine eigene Fraktion. Also ich kenne das. Von der einen Seite, ich war auch schon Zeuge, so wie der Herr Schmidt heute im Hypo-Untersuchungsausschuss, ich damals. Und das war damals eine Zeit, wo noch die alte Verfahrensordnung galt. Mhm. Auf Basis der alten, Verordnung für den U-Ausschuss war die Regelung, sich zu entschlagen, noch sehr, sehr viel weicher. Ja, da gab es diese Möglichkeit der Beugestrafe nicht. Mhm. Auch das Minderheitenrecht, nicht einen U-Ausschuss einzusetzen. Damals hatten wir eine Entschlagungssorge, ich glaube, von über 73 Mal vom Ali Mensdorf Bui. Der hat den Rekord damals aufgestellt, aber auf Basis der alten Verordnung. Die neue Verordnung sagt ja, dass Beugestrafen verhängt werden können, dass polizeiliche Vorführungen gemacht werden können. Das ist alles neu jetzt bei dieser U-Ausschuss-Verordnung. 10.000 Euro pro Beugestrafe. Und insofern war das heute schon eine Premiere, dass jemand die Frechheit besitzt, hier wirklich auch das Parlament zu verarschen. Man muss es ganz klar so sagen. Hast du damit gerechnet, dass er so, man muss eigentlich fast schon sagen, präpotent auftreten wird? Und du hast das Verarschen genannt. Christian Hafenecker hat vorher gesagt, er hat den Urschuss papiert, auf gut Wienerisch. Hast du damit gerechnet, dass der heute so auftritt, Thomas Schmidt dort? Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich es strategisch für unklug halte. Mhm. Ihm scheint die Öffentlichkeit völlig wurscht zu sein. Er lebt ja mittlerweile in Holland. Okay, das kann man noch akzeptieren, ja? Dass ihm die schlechte Nachricht, wie man so schön sagt, wurscht ist. Was aber nicht wurscht ist, ist ja sein Kronzeugenstatus. Und indem er heute gar nichts bestätigt hat von dem, was er gegenüber der WKStA gesagt hat, wo er nicht unter Wahrheitspflicht steht. Heute stand er unter Wahrheitspflicht. Keine einzige Frage beantwortet, nicht einmal die Frage vom Christian Hafenecker mit ja, nein, sind Sie ÖVP-Mitglied, ja, wo er sich entschlagen hat wegen möglicher strafrechtlicher Verfolgung. Und dann kam ja für mich der Sager des Tages vom Herrn Hafenecker. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass allein Mitglied sein bei der ÖVP schon strafbar ist. Ich habe das ja auch ausgestrahlt. Das war für mich heute das Highlight, weil der Herr Schmidt hat ja keinen Bip gesagt. Du hast das jetzt eh auch schon in einem Nebensatz angesprochen. Christian Hafenecker, weil du ihn angesprochen hast, hat er gesagt, seiner Meinung nach kann man den nicht mehr als Grundzeugen nehmen nach diesem Auftritt. Wie siehst du das? Hat er heute unter Anführungszeichen das Recht verwirkt auf diesen Grundzeugenstatus mit diesem Auftritt vor dem Parlament? Er hat öffentlich Glaubwürdigkeit verloren, ja, im öffentlichen Bild. Die ÖVP benutzt das jetzt natürlich auch, das war genau ihr Ziel. Hanger, es ist ein Lügner, wer einmal lügt, glaubt man nicht. Die ÖVP hat ihr Ziel erreicht, aber meiner Meinung nach nur kurzfristig. Langfristig gesehen nützt das der ÖVP überhaupt nichts. Ich glaube auch am Ende nicht, dass das heutige Verhalten des Herrn Schmidt im Verfahren und in seinem Bemühen um eine Kronzeugenregelung, noch hat er sie ja nicht, dass ihm das schaden wird. Das glaube ich nicht. Es gab ja sogar einige, die gemeint haben, vielleicht war das sogar ein Deal mit der WKStA, dass er da heute nichts sagt. Kannst du das glauben? Nein, das schließe ich völlig aus. Okay. Was ihm klar war, war, dass er rechtlich kommen muss. Ja? Er wäre sonst nicht gekommen, er wusste, er ist rechtlich dazu verpflichtet. Du kannst dich nicht 2 Wochen in Österreich aufhalten und vor der WKStA aussagen und zugleich für die Polizei und für den U-Ausschuss sagen, ich bin nicht greifbar, weil ich lebe im Ausland. Ja. Das ging sich nicht mehr aus.
Und daher musste er kommen, ansonsten wäre die polizeiliche Vorführung erfolgt. Und diese Schmach wollte er sich ersparen. Die Frage, ob jetzt seine Glaubwürdigkeit bei den Ermittlern erschüttert ist, vielleicht beim einen oder anderen. Insgesamt glaube ich nicht, dass ihm das im Ermittlungsverfahren schadet. Klug finde ich die Strategie der Anwälte trotzdem nicht. Ich sagte auch, aus welchem Grund, und das ist für mich auch eine wichtige Entscheidung. Das eine ist, auf Fragen der Abgeordneten nicht antworten zu wollen und sich zu entschlagen. Ob das jetzt zulässig war, Stichwort Beugestrafen, wird ein Gericht entscheiden. Was ist deine Einschätzung? Du verfolgst ja auch, da gibt es ja eine heftige rechtliche Diskussion, die da derzeit auch auf Twitter geführt wird. Was ist deine Einschätzung? Ist das eher zulässig oder eher nicht? Meiner Meinung nach muss man auch hier differenzieren, es kommt auf die Frage drauf. Ja, aber bei der ÖVP-Frage zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu beantworten. Bei der ÖVP-Frage ist für mich die Beugestrafe eindeutig, weil damit belastet er sich nicht. Ja? Die Verfahrensordnung sagt ja, ich kann mich entschlagen, wenn ich mich belaste in einem Straftat. Also die Frage, sind Sie ÖVP-Mitglied oder nicht, belastet vielleicht sein Gewissen oder so manch sein Image Gewissen. Mittlerweile. Oder sein Image mittlerweile, ist aber für das Strafverfahren irrelevant. Also da wird es sicher eine Beugestrafe geben. Mhm. Aber noch einmal zurück zum anderen Teil, was ich noch sagen wollte. Das ist eben das eine, auf Fragen nicht zu antworten. Es geht aber auch darum, dass ja Schmidt eine zweite Möglichkeit hat, was alle derzeit in der Diskussion übersehen. Schmidt hat ja auch die Möglichkeit eines Eingangsstatements. Ja. Ich habe selber mal so ein Eingangsstatement beim Hypo-Ausschuss gemacht, das hat fast eine Stunde gedauert. Das soll auch zeigen, ich habe hier freie Hand, auch von der Zeit her. Mhm. Und er weiß auf Basis der Gesetze und auch sein Anwalt, dass er sich wochenlang auf so ein Statement auch rechtlich hätte vorbereiten können. Jedes einzelne Wort prüfen mit den Anwälten, kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen. Und ich hätte an seiner Stelle dann mich für dieses Eingangsstatement entschieden. Mhm. Hier auch ganz klare Worte gefunden und dann erklärt, ich kann auf Fragen nicht antworten. Ob er jetzt sich total entschlägt oder nicht, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber dass er dieses Eingangsstatement, auf das er sich voll vorbereitet hätten können mit seinen Anwälten, das heißt in einem Satz gesagt, wo null Gefahr bestanden hätte, wenn ich das wochenlang vorbereiten kann, dass ich mich selbst belaste, ja, und hier Fehler mache, da verstehe ich nicht, warum man das nicht genutzt hat. Weil das hätte seine Glaubwürdigkeit nicht beschädigt. Das hätte auch das öffentliche Bild, das jetzt von ihm hier ist, dass er wirklich hier auch als Demokrat das Parlament hier de facto beiseite schiebt, das ist ja auch demokratisch und moralisch nicht in Ordnung. Ich meine, jetzt bist du ja PR-Berater und hast ja auch politische Parteien und Politiker beraten. Was war seiner Meinung nach das strategische Kalkül oder die Überlegung, heute so aufzutreten? Rein juristisch. Er versucht, den Kronzeugenstatus zu erlangen. Er hat ihn noch nicht. Es geht rein um juristische Fragen. Hier hat ihn offenbar sein Anwalt, seine Anwälte, ihm dazu geraten, zu allem zu schweigen. Aber du sagst ja selber, er hat sich eigentlich gerade, was den Kronzeugenstatus betrifft, damit jetzt nicht unbedingt was Gutes getan. Ja, und auch, weil er diese Möglichkeit, dieses Statements nicht, er hätte eine Stunde reden können, er hätte jedes Wort aufschreiben können und dieses Statement wochenlang vorbereiten können und nur verlesen können, dass er das nicht genutzt hat. Und da, finde ich, haben ihn seine Anwälte falsch beraten. Das war nicht richtig und das schadet ihm auch auf die eine oder andere Weise, möglicherweise auch im Ermittlungsverfahren. Ja. Stefan, du hast vor wenigen Tagen auch ein Audioband oder einen Audiomitschnitt veröffentlicht. Wir kannten alle das Transkript dieses mittlerweile fast schon berühmt-berüchtigten Telefonats zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmidt, das ja aus der Sicht von Sebastian Kurz ihn entlastet und Thomas Schmidt der Lüge überführt. Bisher haben wir es aber noch nie gehört, Gerd. Und du hast das am Montag, also passend quasi, glaube ich, zu Halloween war das der genau. Tag, auf Twitter veröffentlicht. Nach 22 Uhr. Nach 22 Uhr, genau. Waren und nach süßen genau, gruselig. Ich würde sagen, hören wir mal ganz kurz hinein. Würde die Regie bitten, dass wir uns da kurz einen Ausschnitt dieses Audiomitschnitts anhören. Daher, aber das heißt, du glaubst schon, dass sich das aufklären lässt, diese Dinge auch? Ja,
Man muss auch alles daran setzen, dass man das aufklären kann. Ja? Also ich bin da. Aber sag mal, welches kranke Gehirn kommt drauf, dass ich das beauftragt hätte im Jahr 2016, wo der Schelling Finanzminister war? Und weißt, also mir tut es eh leid für dich auch, keine Frage und so. Ich finde nur so skurril, wie kann man sagen, ich hätte das beauftragt oder ich hätte das angestiftet? Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, das mit dem Anstiften, das ist ja zum Beispiel irgendwie etwas, was, ich kann dir das nicht konkret beantworten, weil das immer was Abstraktes ist. Ja? Und nehmen Sie so Gesamtzusammenhänge her, aus denen Sie sich das ableiten. Und ich bin ja zu Markus gekommen bei einer ähnlichen Sache mit dem Löger in der Casino-Geschichte. Ja? Wir haben gesagt, ich bin der allmächtige Casino, also der allmächtige Generalsekretär im Finanzministerium. Und jeder weiß ja, dass der Löger so schwach ist und ich habe den Löger gesteuert, dass er diesen großen Deal macht. Ja? Mhm. Das ist auch total abenteuerlich, weil da frage ich mich dann einmal, wie kann man auf das nur kommen? Das gibt keinen Anhaltspunkt. Ja? Weil ich habe das jetzt, ich habe das dreimal selber gelesen und ich denke mir einfach, wie kommt man auf das? Und dann denke ich nach und gehe in mein Hirn und alles. Und ja, natürlich, du hast mir immer erzählt, irgendwie mit dem Dichern läuft so und du kennst die Journalisten und hast mit dem Fellner und alles. Aber du hast mir wahrscheinlich, ich hätte mich nicht daran erinnern können, aber wahrscheinlich die eine oder andere Umfrage weitergeschickt, ja. Aber dass ich im Jahr 2016 gesagt hätte, jetzt stellst da irgendwelche Rechnungen aus und gibt irgendwelche Inserate. Also ich finde es einfach so eine Frechheit, dass man mir das unterstellen kann. Ich könnte jeden Tag irgendwie explodieren. Ja, ja. Und das ist das Schlimme an denen, weil die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen. Ja, und dann ziehen sie alle möglichen Leute hinein. Ja, das ist dieses Abenteuerliche. Ja, und ich kann da leider bei dieser Anstiftung, ja, also wie gesagt, also wie die auf sowas kommen, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, also das ist da eh die zentralste Passage. Einmal ist da interessant, Minuten, weil wir, man muss ja sagen, vielleicht ganz kurz, man hat ihn ja heute nicht gehört, den Thomas Schmidt. Ja, also ist der Normalsterblichen sozusagen vorbehalten, weil ja nach wie vor Urschüsse nicht live übertragen werden dürfen, sondern nur getickert werden dürfen. Sehr ein eigenes Thema, also interessant, mal seine Stimme auch zu hören. Aber kommen wir auf diesen Tonbandmitschnitt, auf diese Audiodatei. Was zeigt das deiner Meinung nach? Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob ich ein schriftliches Protokoll eines Telefongespräches vorliegen habe und lese oder ob ich das auch hören kann. Weil es kommt sehr viel auch auf die Stimme an. Wie spricht jemand? Ist er offensiv oder defensiv? Wie ist die Klangfarbe? Wie ist die Tonalität? Ja? Das merkt man erst, kann man erst beurteilen, wenn man die Stimmen dazu hört. Und das ist hier eben durch dieses Tonband möglich geworden. Und das ist auch deswegen so besonders aus zwei Gründen. Erstens, wir hören hier in diesem Tonband alle gemeinsam zum ersten Mal den Thomas Schmidt, wie er spricht. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ja das bisher nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Das zweite Spannende ist, dass wir alle ja den Kurz nur kennen in der Öffentlichkeit, in seiner Rolle als Bundeskanzler, als Marketingprodukt, wie er nach außen auftritt. Hier erleben wir einen Sebastian Kurz hinter den Kulissen, der auch durchaus deftig sprechen kann, der einen Wiener Akzent hat, wie man es teilweise hört, der auch teilweise Formulierungen verwendet, die ja eigenartig sind, wie ich bin in mein eigenes Gehirn gegangen. Ja. Das sind Wortkreationen, die nicht unbedingt auf einen reichen, umfassenden, korrekten Wortschatz fließen lassen, sage ich einmal. Und wenn du hast dir das ja, wie wir alle mittlerweile wahrscheinlich auch mehrfach angehört, viele sagen, und das war auch die heftige Diskussion, die unter deinem Tweet dann ausgebrochen ist, wie du dieses Tonband getweetet hast, das wirkt aufgesetzt. Im Telefonat noch mehr als in der verschriftlichten Form. Ja? Die Fragen insinuieren teilweise schon Antworten, die Antworten geben mehr oder weniger die Fragestellung wieder. Wie ist deine Meinung? Nein, das ist eben wichtig, das zu hören. Wir hören hier auch vom Klang, ja, Kurz insistiert, Kurz ist sehr, sehr
offensiv, spricht auch sehr, sehr laut, ja, macht Druck auf Schmidt, gerade in diesem Ausschnitt, wo er sich ja herauswinden will und das Schmidt zuschieben will. Ja? Und Schmidt macht das genau das nicht. Ja? Er beantwortet die Frage des Kurz nicht so, wie Kurz das wollte, sondern er verweist sogar, das ist ja das Besondere auch und das Spannendste an diesem Ausschnitt, er verweist auf ein Beispiel unter Löger, wo er schon einmal das Bauernopfer war, unschuldig. Ja? Das heißt ja genau das Gegenteil, er sagt damit indirekt, ich werde sicher nicht das zweite Mal den Fehler machen, dass ich dich jetzt freispreche und allein die Schuld auf mich nehme. Ja? Insofern war diese Passage jetzt auch so spannend und interessant. Sebastian Kurz interpretiert dieses Telefonat ja so, dass es die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt massiv in Frage stellt. Wie siehst du das? Ja, er hat das recht geschickt gemacht. Er hat eine Schrecksekunde von 24 Stunden gebraucht und dann versucht, das umzudrehen und einen Artikel einer Zeitung inklusive der Tweets mit meiner Tonaufnahme retweetet und auf Facebook aufgeteilt, weil er versucht hat, hier das umzudrehen und positiv für ihn darzustellen. Das ist erstens deswegen nicht gelungen, weil der Shitstorm, der auf Facebook und vor allem auf Twitter da losging, ja eindeutig gezeigt hat, dass für ihn das nicht vorteilhaft war. Zum Zweiten ist mir wichtig zu sagen, es haben mittlerweile über 200.000 Österreicherinnen und Österreicher sich dieses Tonband angehört. Haben sich mittlerweile deinen Account. Tweet angehört, okay? Genau. Ja. 200.000, das ist eine unglaubliche Zahl. Und das möchte ich auch klarstellen. Die Leute haben ein Recht darauf, es zu hören. Sie wollen es hören, das zeigt diese Zahl. Und daher auch die Veröffentlichung. Und an die Kritiker, die sich jetzt drüber monieren, sage ich zwei Dinge. Ich habe den Schmied aufgezeichnet oder abgehört, der Herr Kurz hat das gemacht. Ja? Zweitens will ich wirklich dem Bild entgegentreten, diesem Umkehrschmäh, den jetzt der Kurz versucht, das positiv plötzlich für sich zu drehen. Es sind ein, zwei Minuten nach diesem Anruf Anrufe von türkisen Spitzenrepräsentanten eingetroffen bei mir, die sich alle fürchterlich darüber beschwert haben, warum woher das kommt, warum ich das veröffentliche, dass dieses Tape nur beim Herrn Anwalt Supan im Tresor liegt und nur der Kurz das hat, also woher ich das, das gibt es gar nicht, dass ich das habe und so weiter. Ja, ich habe es und habe es veröffentlicht. Ja. Aber das soll jetzt nur muss zeigen, ich natürlich die Frage stellen, wo hast du es her? Was diese Beschwerden, ja, diese Beschwerden, ja, zeigen ja, dass in Kurz hier auch nach innen hin in Wahrheit sich fürchterlich aufregt und darüber beschwert hat, nach außen hin, dass jetzt versucht, das großen Kuh zu verkaufen. Und für sowas lasse ich mich nicht hergeben, weil es einfach ein fauler Trick ist. Ja. Aber du willst nicht verraten, wo es herkommt? Na, ihr habt es ja geschrieben, unter Petsi Leaks habe ich ja schon einige Leaks gemacht, auch in der Causa Hypo, interne Mails der Bayern LB, vom Vorstand abwärts. Da gab es auch im bayerischen Bankkonzern heftige Aufregung, woher das kommt und woher ich das habe. Auch hier verstehe ich die Aufregung, aber man muss auch verstehen, dass ich meine Quelle schütze. Das ist einfach meine Verpflichtung. Ich habe noch nie Quellen preisgegeben. Ich kann das Umgekehrte machen. Ja? Ich kann nachweisen, dass ich es nicht von Kurz oder seinem Umfeld habe, falls damit eben jemand spekuliert und auf genannten Trick des Kurz reinfällt, leider. Das kann ich belegen, ja? Ohne die Quelle zu nennen. Und wenn das notwendig wird, ja, dann bin ich auch bereit, das zu machen, aber nur unter ausdrücklichem Schutz meiner Quelle. Was ich sagen kann, dazu auch noch woher, es stammt nicht vom Bundeskriminalamt, also von den Ermittlern, es stammt auch von keinem Anwalt, weil hier alle gesagt haben, viele vermuten ja, dass es von der WKStA stammt. Aus der WKStA, es stammt auch nicht aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die hat ja die Schmidt-Einvernahmen monatelang dicht halten können, von denen stammt das Tonband auch nicht. Ja. Ich war ja das letzte Mal bei dir zu Gast, zum ersten Mal wieder nach 1,5 Jahren Medienpause. Und da habe ich gleich gedacht, wenn ich zurückkomme und mich zurückmelde bei euch auch, dann gleich mit einem Paukenschlag. Ja. So kennt man den Stefan Betzen und so muss das auch diesmal sein. Wie sieht es eigentlich rechtlich aus? Weil auch das wurde ja diskutiert. Ist es rechtens, dass du dieses Tonband eben auf Twitter veröffentlicht hast oder nicht? Du hast
ebenfalls in einem eigenen Tweet dann dargelegt, warum es deiner Meinung nach rechtlich okay ist. Warum? Ganz wichtig ist eingangs, dass ich mich vor der Veröffentlichung mit Anwälten und auch Juristen beraten habe und gefragt habe, ob die Veröffentlichung zulässig ist. Es geht hier vor allem um Paragraph 120 Mediengesetz oder beziehungsweise Strafgesetzbuch. Ich will das jetzt inhaltlich nicht drauf eingehen, aber es ist insofern zulässig, als dass ein erhöhtes öffentliches Interesse an diesem Tonband besteht. Wir müssen ja daran denken, dass dieses Tonband vom Bundespräsidenten abwärts die halbe Republik beschäftigt. Das zeigt ja auch die Zahl von 200.000 Hörern. Und was im erhöhten öffentlichen Interesse steht, darf man auch veröffentlichen. Ich vergleiche das mit dem Ibiza-Video. Hier wurden auch geheime Mitschnitte gemacht, nicht nur Audiomitschnitte, sondern auch Bilder. Und auch das wurde von den Medien überall veröffentlicht, ganz, ganz breit. Man kann das heute noch überall abrufen, auf YouTube, im Internet. Auch hier ist kein einziges Verfahren, hat hier stattgefunden, weil man das eben mit dem erhöhten öffentlichen Interesse begründet hat. Und so ist es auch hier bei diesem Tonband. Also ich schaue hier dem relativ gelassen entgegen. Ich sah es auch als meine demokratische Pflicht, den Leuten da den Zugang zu verschaffen. Und wenn ich dafür irgendeine Verfolgung in Kauf nehmen muss, dann ist es halt so. Wäre nicht das erste Mal. Du hast ja schon angekündigt, es soll auch weitere Enthüllungen geben unter Petsy Leaks. Kannst du schon ein bisschen verraten, in welche Richtung das gehen wird? Nein, ich habe auf die Frage hin von einem Journalisten heute habe ich gesagt, dass das möglich ist, ja? Und ich das nicht ausschließen kann. Mhm. Ich muss da auch sehr vorsichtig sein immer, was ich sagen kann, zum Beispiel zur Person Werner Sobotka, ja, wo ja die ÖVP... Entschuldigung, ich sage immer Werner Sobotka. Das Werner Sobotka ist Schauspieler und Regisseur. Ja, Wolfgang Sobotka, die ÖVP vehement verteidigt. Die sagt, da ist nichts dran, der hat nichts versucht zu verhindern. Auf den Herrn Wolfgang Sobotka kommt noch einiges zu. Ja. Mhm. Da wird noch einiges auf ihn zukommen. Er weiß es nur noch nicht. Formuliere es mal so. Er weiß es nur noch nicht, aber er wird schon noch in dieser Legislaturperiode, so kann ich das festlegen, sich nicht mehr im Amt des Nationalratspräsidenten halten können. Du meinst, er muss zurücktreten, weil er kann ja nur von selber zurücktreten. Er kann ja nicht abgewählt werden. Er wird zurücktreten müssen, weil er hier weitere schwere Belastungen zu befürchten hat. Okay, in welche Richtung das geht, das kannst du schon verraten oder nicht? Okay, na gut, na, wir warten ab, wird spannend. Abschließende Frage noch. Es gab eine heftige Diskussion auch die letzten Tage und insbesondere heute. Der Urschuss sollte ja eigentlich nicht verlängert werden, weil die Neos der Meinung sind, man soll ihn beenden. Heute hat Steffi Crisper, Fraktionsführerin der Neos, allerdings gesagt, na, man muss jetzt nach diesem Auftritt von Thomas Schmidt das sehr wohl noch einmal diskutieren. Wie siehst du das? Müsste man diesen Untersuchungsausschuss noch einmal verlängern? Gott sei Dank schwenken jetzt die Neos hier offensichtlich ein. Eine Verlängerung muss stattfinden, nicht nur wegen dem Herrn Schmidt, sondern insgesamt. Es geht ja auch um René Benko und so weiter. Ich nenne hier nur eine andere Person. Es muss möglichst viel Zeit gewonnen werden, bis das zuständige Gericht die Entscheidung der Zulässigkeit der Beugestrafen entscheidet oder nicht. Hm. Wenn die das als zulässig entscheiden und auch diese hohen Geldstrafen bestätigen, dann muss Thomas Schmidt noch einmal geladen werden. Dann kann er sich nicht weiter dieses Schauspiel aufführen, das er heute geboten hat. Ja, diese Mischung zwischen Komödie und Tragödie. Ja, das kann er sich dann nicht mehr leisten, dann muss er sprechen. Ja. Das heißt, hier versucht die Schmidt-Seite und seine Anwälte auf Zeit zu spielen und der Urschuss darf das nicht zulassen, indem er verlängert wird. Und genau um dieses Zeitduell geht es jetzt. Und ich glaube, dass der Urschuss da schneller sein wird, in dem Sinne, dass Schmidt hier nicht mit seiner bisherigen Linie davonkommen wird.
Stefan Petzner, vielen Dank für diese sehr spannende Analyse und dass du uns auch ein bisschen den Hintergrund dieses Audiomitschnitts verraten hast, wenngleich die Quelle nach wie vor geheim ist, aber das hat sich wohl auch niemand erwartet, dass du die offenlegen wirst. Vielen Dank, Stefan Petzner. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.